Mal. Mein Name ist Rudi Keller. Ich bin seit Ende Januar 2023 professioneller Schauspieler. Ich habe jetzt gerade vor kurzem meinen Job gekündigt, weil ich gerade Kopf voran habe, weil ich ins Schauspielerleben eintauchen kann. Ich bin sehr gespannt, was die Zukunft bringt. Ich habe immer gewusst, ich habe dort gute Laune. Ich treffe dort so viele gleichgesinnte Leute, die sehr ähnliche Interessen haben. Und eigentlich fast immer etwas Neues dazu gelernt. Es war einfach wie ein bisschen zuhause gewesen, weg von zuhause. Also mir persönlich ist es besonders wichtig, dass ich gut vorbereitet bin. Dass wenn ich auf die Bühne komme, also jetzt an eine Probe, wo ich ein Set, dass ich wirklich weiss, um was es geht. Dass ich weiss, was mein Text ist. Die Zeug, all das Zeug, das ich gelernt habe. Dass ich dann auch so eine gewisse Ruhe habe, weil ich kann es überhaupt nicht gerne, wenn ich gestresst bin. Ich komme auch nicht gerne spät, weil das Stress bin. Und ja, von dem her gesehen, ich bin auch sehr gerne gut vorbereitet, so gut wie es in mir war. Ja, aber was ich wirklich mal nicht spielen würde, was ich noch nie. Also, ich habe schon eine böse Rolle gespielt, ganz wenig. Aber ich würde mal so gerne einen richtig bösen Bösewicht spielen. Jetzt sogar etwas richtig psychopathisch. Erstens mal, eben, wir werden die Rolle nicht mehr so oft abboten. Und ich finde es immer noch faszinierend. Das mal als Schauspieler können auszuleben. Es ist ja schön als Schauspieler, dass man so eine Sache machen kann, was man sonst nicht machen könnte. Ich habe mich selber in Frage gestellt, ob ich nur gut bin dafür. Das hat Momente gegeben. Ja. Und es sind aber sehr wertvolle Momente im Nachhinein gesehen, weil ich gemerkt habe, wenn ich dranbleibe und nicht aufgebe, dass irgendwie man lernt immer wieder dazu, wenn man nachher zurückschaut und sieht, was man alles erreicht hat und alles dazugelernt hat, dann sind es immer grosse Sprünge gewesen. In der Schule hat es die Momente gegeben, wo ich das Gefühl hatte, ich komme einfach irgendwo vom Fleck. Und dann hat es plötzlich wieder das grosse Aha-Erlebnis gegeben. Plötzlich so, okay, nein, doch, es kommt. Also ein sehr guter Rat, der vor allem für mich sehr gut funktioniert, ist beim Schauspiel lass dir Zeit. Und wenn du das Gefühl hast, du bist langsam, dann nimm dir noch mehr Zeit. Meistens dann ist man gestresst und hat das Gefühl, oh, jetzt muss etwas passieren. Aber ich hatte so viele Momente jetzt in der Schule oder außerhalb der Schule, wo die ruhigsten Momente, wo quasi nichts passiert ist, sind die spannendsten gewesen. Und es darf einfach mal gut passieren.